Wir haben uns für zwei Kandidaten entschieden, die da vorne stehen. Einmal, die bitte ich jetzt hier nach vorne zu kommen, einmal Carlos. Und wir haben auch lange diskutiert über Anthony. Carlos, wir haben uns dafür entschieden, dass du erstmal hier mit nach vorne kommst, weil du bist ein Kämpfer, ich habe das vorhin gesagt. Und wir glauben eben alle, du hast nie den Glauben an dich verloren. Und das ist irgendwas, was wir ganz, ganz doll respektieren. Und du hast natürlich heute ganz, ganz toll Spanisch gesungen. Es sind uns alle ans Herz gegangen, glaube ich, oder? Anthony, glaube ich, hat auch unseren Respekt verdient, finde ich. Du machst hier alles für deine Familie, du willst einen neuen Weg einschlagen. Also, das ist wirklich für einen Hochseilartisten, ich glaube, also du bist auf jeden Fall der bestsingendste Hochseilartist schon mal auf diesem Planeten, ja. Ja, es war für uns wirklich sehr, sehr schwer und wir waren uns auch wirklich nicht einig, weil ihr beide habt Schicksale erlebt, nicht nur so, sag ich mal, dass ihr Geld verloren habt oder irgend sowas, sondern in eurem Schicksal ist immer auf dem Sozius sitzt da quasi der Tod. Ja, ich meine, ihr beide habt den, du in deiner Familie, du fast selber, ich meine, für euch ist der Tod wirklich allgegenwärtig. Und deshalb ist es natürlich auch für uns wahnsinnig schwer, jetzt zu sagen, wer da überhaupt weiterkommt. Es gibt einen von euch beiden eben, wo wir wirklich glauben, dass es eventuell die einzige und vielleicht auch wirklich die allerletzte Chance für ihn ist. Und deshalb haben wir uns letztendlich dann für Carlos entschieden. Ja!